Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Woche haben wir hier hinten das Raketenstartgelände gebaut, was relativ gut vorangeht. Wir haben unsere Industrie erweitert, so dass wir aktuell eigentlich nur Wohnviertel brauchen. Und ich würde sagen, dass die Wohnviertel hier ein Upgrade brauchen. Ja, wir schauen mal auf unsere Karte. Dann sehen wir eh, wie hier das Stadtviertel ausschaut. Bedeutet, wir tun mal alle hier rausschmeißen. Zack. Und hauen hier wieder neue Viertelchen rein. So. Dass die dann schön geupgradet sind. Und wir neue, wirklich schöne Wohnviertel für die ganzen Sachen haben. Zack. Alles ein bisschen irgendwie ein bisschen doof hier, was da aufgegangen ist. Also hier, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich verstehe auch nicht ganz genau, was da schief gelaufen ist, aber irgendwie ist es schief gelaufen. Weiß nicht wieso. Ist so. Was wollen wir machen? Was ist das denn jetzt schon wieder? Jetzt sind die jetzt schon wieder so kleine. Sehr richtig beschissen. Tun wir mal das Ganze hier upgraden. Hier haben wir noch ein bisschen was und hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ich würde sagen, hier kommt einfach auch noch mal eine ganze Stadtviertel hin. Ist da genug Wasser? Ja, ist es. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie kurz einmal unsere komplette Einwohnerschaft verschwindet und sich neu ausrichten lässt. Ist eigentlich aktuell ein Stauproblem oder eher weniger? Weil wir haben natürlich jetzt die komplette Autobahn noch mal dementsprechend erneuert. Man sieht eh hier schon wieder, das ist mit dem ganzen Verkehr ein bisschen hakelig. Schon mal ein bisschen vor. Weil ich vermute, dass wir diesmal wieder ein bisschen einen Stau hier kriegen. Man sieht eh schon. Hey, habe ich das denen erlaubt? Verdammt nochmal, ihr sollt alle nach da drüben fahren. So, das hatte alles ein System einmal. So, schauen wir mal. Das sind kaputte Stromteile, aber das ist ja gleich relativ wurscht. Lagerhäuser. Es sammeln sich Güter an. Was ist das? Was produzieren denn die? Schnittholz. Was brauchen wir denn für Schnittholz? Wo wird denn Schnittholz gelagert? Große Holzplatte. Gibt es dafür sowas wie ein Export Instandhaltungsgebäude? What? Das haben wir aber noch nicht. Das sollten wir vielleicht mal rausbringen. Und was ist das hier? Arbeiterunterkünfte. What the fuck? Was gibt es denn alles für Gebäude? Aber stellen wir mal hier hin. Was ist das hier? Ich habe wieder mal absolut keinen Plan. Das ist eine Druckerei und das hier ist eine Möbelfabrik. Kleines Lagerhaus. Ich würde sagen, wir bauen ein großes Lagerhaus direkt hier vorne hin. Das ist unser Amazon-Versandgebäude hier vor Ort. Kein Rohstoff ausgewählt. Schnittholz. So, haben wir es noch. Weil es sammelt sich ja jetzt wohl oder übel an. Deswegen, man kann nicht importiert werden, muss lokal produziert werden. Kann gegen Geld exportiert werden. Sind wir mal gespannt, ob die ganzen Maschinen. Die werden jetzt sicherlich alles versuchen wegzukriegen. Könnt ihr mal schauen, wir haben ja hier unser Forstindustrie-System. 56 Tonnen produzieren wir an Schnittholz. 35 Tonnen an Papier. Das ist ordentlich. Wir machen allein den Gesamtprofit fast 10.000. Das ist eine ordentliche Anzahl. Und wir haben keinen Stau, das ist super. Nirgendwo, oder? Nee. Wie schaut unsere City jetzt aus? Ja, Hochhäuser entstehen schon. Also es dauert halt seine Zeit wieder. Ich würde sagen, wir tun den auch mal hier ein paar größere Industrie. Oder sagen, hier kann nochmal so ein paar Viertel hingesetzt werden. Die
dringend benötigt werden. Ich will halt auch so ein bisschen die Grünflächen erhalten. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Charme dann. So. Ja, das ist jetzt alles auch Hightech-Gebiete. Weil natürlich die ganze Stadt muss auf einen Schlag wachsen. Und ich spiele jetzt auch wieder privat sehr viel City Skylines. Also ich tue das jetzt nicht nur wegen dem Let's Play mehr, sondern auch jetzt habe ich mir vorgestern angefangen, privat ein bisschen zu zocken. Ich tue mal das Mikrofon ein bisschen näher. Und ja, mir ist dabei wieder mal der Verkehr in die Quere gekommen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, teilweise ist echt der Verkehr das größte Problem. Und warum ist die Nahrung hier so ein riesiges Problem? Importiert du das auch einfach per LKW? Ich weiß nicht, was die haben. Aber man sieht, wir haben einen guten Zuwachs dauerhaft von Bewohnern. Wir machen 14.000 plus. Und es gibt hier lustigerweise viele leere Gebäude. Wie schaut es eigentlich mit unserer U-Bahn aus? Wir haben die ja extrem ausgebaut. Das ist ein Bahnhof, brauchen wir nicht. U-Bahn hat 3000 Besucher. Das ist heftig. Gibt es hier nicht einen Zuganschluss? Irgendwie muss es doch hier einen Zug geben, als ob es hier keine Zuganbindung gibt. Naja, und wenn wir es per Boot machen, geht... Oder Flughafen. Oh, wir bauen einen Flughafen, Jungs und Mädels. Ein Flughafen, 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 Flughafen. Transport. Flugzeug. Wann darf ich einen Airport bauen? Was ist das? Frachtflughafenknoten. Frachtflughafenknoten, der anstelle von Passagieren große Mengen an Fracht befördert, okay? Mit 75.000 Einwohnern. Okay. Wie schaut eigentlich unser größter Leckpunkt aus? Der hier. Wie viel? 900 und hier drüben 1.500. Und man sieht natürlich, dass hier oben irgendwie halt eine stärkere Aufmerksamkeit ist. Wie viel wollen denn eigentlich immer hier in die City rein? 200 hier und hier vorne 56. Aber ich glaube, wir haben hier eine große Auslastung an Schülern. Studenten in der Stadt und das Ding könnte 4000 aufnehmen. Leute, wir haben eh ein riesiges Schulsystem hier. Ich würde sagen, man kann so ein bisschen sich noch mal ein bisschen da reinfuchsen. So eine öffentliche Bibliothek wäre natürlich was zum Beispiel hier mittendrin. Was ich gut hier drin machen würde. Und was ich auch nochmal hier reinsetzen würde. Weil das natürlich ein bisschen die Bildung erhöht. Kapazität haben wir 400 aktuell. Was haben wir denn noch Schönes? Was können wir noch Schönes basteln? Wir haben noch keinen Park benutzt bis jetzt. Wäre vielleicht irgendwann mal eine Idee. Was tut ihr produzieren? Papier. Und nicht genügend Käufer für Papier. What? Okay. Was? Wir haben da 400 Tonnen an... Was? Ach du Scheiße. 13 von 40 Frachtlastern in Verwendung. Das ist ja extrem. Was geht hier ab? Hat das gerade unsere komplette Industrie erhöht oder was ist jetzt hier los? Ich würde mal sagen, wir tun noch ein paar Hölzer produzieren. Oder wie schaut es mit unseren Lagern aus? Die sind ja wahrscheinlich voll. Scheiße. Okay, aber dann tun wir noch eines von diesen Lagern errichten, würde ich es mal behaupten. Aber diesmal für Papier. Papier, so. Weil dann könnten wir hier noch irgendwie ein paar Baumplantagen hinstellen und dann noch ein paar Papierfabriken. Weil die sind jetzt natürlich voll. Aber jetzt haben sie die Möglichkeit, hier das Papier abzuliefern. Und das wird der doch sicherlich machen, genau. Und die holen jetzt das ganze Papier vor Ort ab und können es hier reintun. Hier sind null, die vertun das wahrscheinlich weiterschicken, ne? Wie viel einfach hier drin? Alter, das Ding ist fast voll! Oha! Ich würde mal sagen, wir tun anstatt ausgewogen, leeren. Jederzeit leeren.
Das ist das Ziel, dass wir kein Papier behalten, sondern das Papier sollte jederzeit exportiert werden. Lehren. Und jetzt sieht man, was da für eine LKW-Kolonne losgeschickt wird. Um die Lager zu leeren. Die werden sicherlich alle 40 Transporter verwenden. Ja, das macht jetzt natürlich einen Stau. Darüber hätte ich nachdenken sollen, ne? Vor allem, das staut sich ja immer... Oh, shit. Sollten wir die Auffahrt hier vielleicht zweispurig machen? Machen wir das mal. Double Road. Geht das hin? Aber es geht hier oben, ne? Rein theoretisch sollten die LKWs hier auch besser drauf kommen. Ja, perfekt. Dann müssen sie halt sich hier unten einspulen, aber sie können wenigstens jederzeit abbiegen und müssen nicht auf den Gegenverkehr warten. Außer man hat natürlich wieder nichts eingestellt. Ihr biegt nach da ab. Und ihr biegt nach da ab. Wenn ihr geradeaus weiterfahrt. Und ihr macht das genauso. So. Und schon ist der Verkehr wieder gelockert. Super. Genauso wollen wir das. Oh, hier ist Verbrechen. Haben wir denn keine Police? Ja klar, da ist doch eine Police. Warum ist das immer irgendwie ein Problem? Also wir haben hier eine Polizeistation. Streifenwagen 10 von 10? Hä? Aber ich weiß schon, genau daneben ist Müllprobleme und alles. Können wir noch ein Recycling-Center oder sowas mal aufstellen? Ist ja vielleicht doch nicht die blödste Idee. Recyclinghof, ich stelle den jetzt mal hier hin. So, dann können die sich nicht hier drum kümmern. Die Industrie wächst, das ist super. Wir machen 40.000 plus, was geht denn jetzt ab? Die City wächst. Das können wir wohl oder übel sagen und dementsprechend müssen wir wahrscheinlich auch mal das hier ein bisschen erweitern. Oder auch neu ansetzen. Also das sind alles, was wir aktuell aufbieten und... Aber natürlich... Oh. Warum stehen die hier? Weil die abbiegen wollen. Und das staut sich wieder. Was ist das jetzt schon wieder für ein Schmarrn? Das staut sich nur, weil die abbiegen wollen, oder wie? Das ist eine uncoole Sache, weil ich jetzt echt nicht... Das ist scheiße. Da können die nicht rein theoretisch auch noch abbiegen. Was ist, wenn wir das Abbiegen einmal verbieten? Nein, andere Richtung. Hier lang. Abbiegen, hier deaktivieren und die nur noch geradeaus schicken. Jetzt wird es natürlich sich der Stau extrem entwickeln erstmal, weil natürlich alle, die dann abbiegen wollen, hier abbiegen. Obwohl ich mir... Das ist halt natürlich mit der Abfahrt hier kacke. Jetzt staut sich hier noch zusammen. Und wo staut es euch hin? Weil ihr auch wieder ab... Ihr seid alle solche Abbieger-Freaks. Ihr biegt mir hier nicht wo ab, wo ihr nicht hin dürft. Geradeaus und nirgendwo anders hin. Was hat der jetzt falsch? Steht der wieder? Habe ich den nicht verboten abzubiegen? Hä? Jetzt oder war das vielleicht noch nicht geupdatet? Nee, die biegen immer weiter. Für was tue ich denn denen hier sagen, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben? So, jetzt hat. Bye, bye. Jetzt müsst ihr davor. Oh, oh. Was ist hier jetzt schon wieder? Jetzt wollen die hier abbiegen, oder? Das ist ein Wahnsinn. Warum wollen die immer alle abbiegen? Ihr fahrt da lang. So. Und nicht anders.
Was war das? Jetzt hat's knallt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.